Für alle, denen der Geruch von Katzen- und Hundetoiletten auf die Nerven geht, hat sich Japan etwas einfallen lassen. Dieses Gerät reinigt die Luft auf 49 Quadratmetern Fläche und macht dabei maximal 36 Dezibel Lärm, um die Haustiere nicht zu erschrecken. Gleichzeitig reduziert das Gerät die Anzahl der Bakterien und Viren innerhalb von 2 bis 3 Stunden um 99%. Das Gerät ist für 318,5 Euro erhältlich. Weiter geht es mit dem Controller Brilliant. Er wurde für smarte Häuser entwickelt und bietet als Hauptmerkmal eine erweiterte Lichtsteuerung. Unter anderem werden smarte Glühbirnen wie Philips Hue und Casa Smart unterstützt. Mit der Brilliant App kann man einen Zeitplan und Arbeitsszenarien festlegen. Das einfachste Szenario: Man betritt einen Raum, Licht an, man verlässt ihn, Licht aus. Brilliant ist kompatibel mit Klimaanlagen, Audiosystemen und anderen Technobewohnern des Hauses. Das Gerät kostet 57 Euro. Die Klempner-Gurus von Kola bieten diesen Wasserhahn an. Er übertrifft mit Sicherheit alle Konkurrenten, allein schon, weil er an der Decke montiert wird. Man kann ihn in die Hand nehmen und den Wasserstrahl überall hinlenken, ob in eine Pfanne auf dem Herd oder in ein Glas. Die Entwickler schlagen vor, das Wasser über eine Sensoreneinheit ein- und auszuschalten. Eine Version ist mit einem 2,1 Meter langen Schlauch ausgestattet und kostet 1712 Euro. Allein in den USA werden die Schäden durch Leckagen unterschiedlicher Schwere auf 12 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Da wirken 27 Euro wie ein Tropfen im Meer, denn genauso viel kostet ein Moen-Flow-Sensor. Er prüft rund um die Uhr, ob es Lecks gibt. Und falls er etwas entdeckt, sendet er eine Benachrichtigung an den Besitzer. Auf Wunsch werden die Sensoren durch ein spezielles System ergänzt, das im Falle eines Lecks das Wasser abdreht. Die Kamera Eufy E340 ist ein weiteres Sicherheitsplus. Sie fotografiert horizontal um 360 Grad, identifiziert und verfolgt Personen bis zu einer Entfernung von 15 Metern und reagiert sogar auf Katzen, Hunde und Fahrzeuge. Die Kamera kostet 201 Euro und funktioniert auch als Licht. Die Bilder können über WLAN oder mit einer MicroSD-Speicherkarte abgerufen werden. Die folgende Entwicklung wird Kochfans begeistern. Es handelt sich um eine Mini-Dunstabzugshaube mit vielen Funktionen namens Ciara. In dem kompakten Gehäuse haben die Entwickler 3 Filter untergebracht. So kann man die Dunstabzugshaube in einem Abstand von maximal 10 cm zum Herd einschalten und schon gibt es keine Rauchprobleme mehr. Ciara hat 2 Geschwindigkeitsstufen und kostet 155 Euro. Die Abfälle, die nach dem Kochen übrig bleiben, sollten in den Jimé-Komposter gegeben werden. Das Gerät fasst 19 Liter Abfälle wie Gemüsereste und Brotkrusten und produziert daraus bis zu 2 Kilogramm Kompost pro Tag. Der Komposter arbeitet geräuschlos, sodass die Gespräche in der Küche nicht gestört werden. Und ein Desodorierungssystem in Industriequalität bekämpft unangenehme Gerüche. Verwirrend ist nur der Preis. Jimé kostet 822 Euro. Wie verkauft man eine Wäscheleine für 25 Euro? Man packt sie in ein kompaktes Gehäuse und fügt einen Aufrollmechanismus wie bei einem Staubsaugerkabel hinzu. Fertig! Bleibt nur noch zu erwähnen, dass sie mit bis zu 25 Kilogramm belastbar ist und 4,2 Meter lang ist. 10 Wäscheklammern sind im Set enthalten. Eine Innovation, die jeden Standventilator übertrifft, sagen die Entwickler von Dreo. Sie haben eine Art technologische Vinaigrette entfunden. Hier nur einige der Optionen, die Dreo bietet.
Steuerung über WLAN und Spracheingabe, Unterstützung von Alexa und Google, Bewegungsbereich 120 Grad horizontal und 105 Grad vertikal, 6 Modi und 8 Geschwindigkeiten. Dreo ist nur 25 Dezibel laut und damit leiser als ein geflüstertes Gespräch. Der Timer schaltet das Gerät automatisch aus, wenn der Kunde einschläft. Dreo kostet 83 Euro. Wollt ihr die neuen TechZone-Videos mit maximalem Komfort genießen? Dann schaut euch diesen elektrischen Schaukelstuhl an. Er ist um 360 Grad drehbar und lässt sich von 90 bis 135 Grad neigen. Dank der integrierten USB-Anschlüsse können alle Lieblingsgeräte jederzeit aufgeladen werden. Und das ist nur ein Teil seiner Fähigkeiten. Der Preis von 392 Euro ist also durchaus gerechtfertigt. Eines Tages stürmten die Kinder von Professor Robert Kelly in den Raum und platzten in die Live-Übertragung der BBC. Kelly führte gerade ein Skype-Interview und hatte die Tür nicht abgeschlossen. Um solche Situationen zu vermeiden, werden viele Menschen, die zu Hause arbeiten, diesen Blocker nützlich finden. Er heißt Doorwing und verhindert, dass Kinder den Raum betreten. Außerdem verhindert der Doorwing, dass die Tür zuschlägt und lässt einen 4 cm großen Spalt. Der Blocker kostet 27 Euro. Was wäre ein Wintervideo ohne Heizung? Diese Heizung begeistert nicht nur mit einer Leistung von ca. 800 Watt, sondern auch mit einer smarten Füllung. So gibt es zum Beispiel eine Zeitschaltuhr, einen Überhitzungsschutz und einen Thermostatmodus. Die Temperatur kann von 15 bis 32 Grad Celsius eingestellt werden. Nicht schlecht für 22 Euro. Der Gründer der Marke Alphabot ist in einer großen Familie aufgewachsen. Er weiß, wie mühsam das Putzen sein kann. Deshalb stellt Alphabot smarte Reinigungsprodukte her. Eines davon ist der Roboter Smart Glass Cleaner X6. Er ist für die Reinigung von Fenstern, Fliesen und Böden konzipiert. Der Roboter ermittelt selbstständig die optimale Route und wird mit einem 4 Meter langen Sicherheitskabel geliefert. Der Roboter kostet 137 Euro. Warum nicht ein Fußmassagegerät in einem Ottoman verstecken? Genau das haben die Entwickler von Comfier gemacht. Und sie haben auch noch eine Heizung eingebaut. Die 172 Euro Kosten sollten also niemanden überraschen. Immerhin kann der Hocker Füße bis Schuhgröße 46 massieren. Die Einstellungen umfassen zwei Massagemodi und drei Intensitätsstufen. Der Trockner Home Run Pad Drybo Plus wurde von Profis mit 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung medizinischer Geräte entwickelt. Deshalb ist das Gerät nicht nur smart, sondern auch sicher. Das Fassungsvermögen beträgt 60 Liter. Damit ist er auch für kleine Hunde und Katzen geeignet. Der Trockner erzeugt 40 Dezibel. Die Temperatur ist bis plus 40 Grad Celsius regulierbar und wird durch die smarte Füllung mit einer Geschwindigkeit von 10 Mal pro Sekunde gesteuert. Die Erfindung kostet 547 Euro. Diese glühbirnenförmige Kamera ist ebenfalls smart. Sie erkennt Bewegungen in einem Bereich von 355 Grad bis zu einer Entfernung von 5,2 Metern. Falls etwas nicht in Ordnung ist, schaltet sie die Sirene ein. Man kann live mitverfolgen, was passiert. Außerdem kann die Kamera Videos direkt auf ein Smartphone übertragen. Auch eine bidirektionale Sprachkommunikation ist integriert. Außerdem kann sich die Kamera mit Alexa befreunden. Sie kostet 51 Euro. Für die Installation braucht man einen E27 Glühbirnensockel. Bluevia bietet sauberes Trinkwasser, dem man vertrauen kann. Denn dieser Filter kombiniert die Umkehrosmose mit 4 Reinigungsstufen. Dadurch werden 99,9% der Schadstoffe aus dem Wasser entfernt.
Drei der vier Filter müssen nur einmal im Jahr ausgetauscht werden. Der vierte hält 2 Jahre. Der Filter kostet 354 Euro. Ein Set mit 4 solchen Lampen kostet etwa 14 Euro. Jede Lampe ist mit einem Solarpanel ausgestattet, das über 100 Dioden mit Strom versorgt. Sowie mit einem Bewegungssensor, der bis zu einer Entfernung von 11 Metern ausgelöst wird. Die 270-Grad-Beleuchtung ist ideal für Häuser und Nebengebäude. Jede Lampe hat eine Lebensdauer von 30.000 Stunden. Havenlock ist ein intelligentes Schloss, das 10-mal stärker ist als ein herkömmlicher Riegel, schreiben die Entwickler. Die Idee ist ganz einfach. Auf Befehl per Fernbedienung oder Smartphone fährt Havenlock eine Stufe hoch, die das Öffnen der Tür verhindert. Das Schloss besteht aus Stahl und Kunststoff. Es kann sowohl auf Beton als auch auf Vinylböden montiert werden. Das Schloss kostet 228 Euro. Dank Einfallsreichtum und Technologie konnte sogar ein so wichtiges Problem wie die Aufbewahrung von Krawatten erfolgreich gelöst werden. Der Krawattenspender fasst 64 Stück und dreht die Krawatten vor und zurück. Er schaltet auch die Hintergrundbeleuchtung ein. Das Gerät eignet sich auch für Gürtel und kostet 32 Euro. 4 Batterien vom Typ C müssen separat gekauft werden. Verfeinern Sie Ihre Gerichte mit leckeren, frischen Kräutern, empfiehlt der Topfhersteller Harry Herbs. Die Pflanzen können sowohl klassisch in Erde als auch in Hydrokultur angebaut werden. Die Töpfe eignen sich für Gemüse und Salate. Die Ernte kann bereits nach 3 bis 4 Tagen verzehrt werden. Die Töpfe helfen auch bei der Vorbereitung von Setzlingen. Ein Topf kostet 39 Euro. Airlio ist eine neue Art der Klimatisierung. Damit kann man im Umkreis von 2 Metern eine persönliche Kühloase schaffen und bis zu 80% Energie im Vergleich zu einer herkömmlichen Klimaanlage einsparen. Airlio kann auch heizen und mit UV-Licht desinfizieren. All diese Optionen werden über ein Smartphone gesteuert. Und das Wichtigste? Der Kunde muss sich nicht um die Verlegung von Rohren kümmern. Airlio kostet allerdings 402 Euro. Die dekorative Beleuchtung von Twinkly Squares soll dieses Video eindrucksvoll abschließen. Sie ist in Paneels mit je 64 LEDs erhältlich und zeigt spektakuläre Pixelkunst. Die Paneels unterstützen Bluetooth und WLAN, sodass sie einfach per Smartphone konfiguriert werden können. Sie sind auch mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. Ein Set aus einem Panel und 5 weiteren Paneels kostet 186 Euro. Im Jahr 2015 gab es in den USA klimabedingt 80% mehr ungewöhnliche Regenfälle als üblich. Das folgende System eignet sich daher hervorragend für den kommerziellen Einsatz. Es wird an einem Abflussrohr montiert und leitet 85% des Regenwassers in Speichertanks. Äste, Laub und andere Rückstände werden herausgefiltert. Das gesammelte Wasser kann zum Gießen der Pflanzen verwendet werden. Ein Einbausatz für ein Rohr kostet ca. 36 Euro. Die Uhr Divim Times Gate scheint direkt aus einem Science-Fiction-Roman zu stammen. Sie ist im Cyberpunk-Stil gehalten und von Zukunftstechnologien inspiriert. So verfügt die Divim Times Gate über 128x128 Pixel große LCD-Displays.
Selbstverständlich unterstützt die Uhr Bluetooth, WLAN und Sprachassistenten wie Amazon Alexa. Auf den Displays kann man sich von der Wettervorhersage bis zum Börsenkurs alles anzeigen lassen. Die Uhr kostet 119 Euro. Wer sich an Tamagotchi erinnert, hebt die Hand. Früher schien dieses Spielzeug unglaublich cool zu sein, aber heute ist es unwahrscheinlich, dass es selbst kleine Kinder anspricht. Aber was ist damit? Diese holographische Qualle kann wie ihre Tamagotchi-Vorfahren verschiedene Emotionen zeigen. Sie liebt es zum Beispiel, gefüttert zu werden. Außerdem kann die Qualle als Uhr, Wetterstation, Bluetooth-Player oder Nachtlicht verwendet werden. Der Preis ist noch nicht bekannt, aber alle, die Interesse haben, können ihre Kontaktdaten auf der Indiegogo-Webseite hinterlassen. Aegis ist einfach unglaublich. Es macht ein gewöhnliches Türschloss in nur 10 Minuten smarter. Man kann sein Smartphone als Schlüssel benutzen. Außerdem erkennt ein mit Aegis verbessertes Schloss sofort, wenn es aufgebrochen wird und alarmiert nicht nur den Besitzer auf dem Smartphone, sondern auch die Nachbarn. Man kann seinen Freunden Zugangscodes geben. Dazu ist keine App nötig. Einfach den Link öffnen und den erhaltenen Code eingeben. Und wer die smarte Türklingel Sentry mit dem Schloss verbindet, öffnet die Tür mit seinem Fingerabdruck. Auch Gesichtserkennung und Zwei-Wege-Kommunikation sollen nützlich sein.